Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um das große Medienaufreger-Thema dieser Woche geht. Unsere bayerische Klage, die Klage der bayerischen Staatsregierung gegen die Pläne der Ampel zur Reform der Erbschaftssteuer. Dazu haben mir eine ganze Reihe von euch, von Ihnen geschrieben. Ich greife stellvertretend die Frage auf vom Udo, der mir geschrieben hat aus Würzburg und der ganz global und damit fasst er viele Fragen zusammen, wissen möchte, worauf verklagt ihr die Berliner denn jetzt? Erklär doch mal, worum es euch am Ende geht. Ja, lieber Udo, die Gelegenheit nehme ich natürlich gerne wahr und fange vielleicht zunächst einmal damit an, wie es zu unserer Klage, wie es zu unserer Kampagne, zu unserer Initiative zur Neuregelung der Erbschaftssteuer gekommen ist. Das hat damit zu tun, dass die sogenannten Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, die also dafür sorgen, dass wenn der Enkel das Haus der Oma erbt, er das behalten kann und nicht in der Steuerlast ersäuft, anders als der Milliardenerbe der großen Unternehmen, seit 2008, seit 2009 nicht mehr angepasst worden sind. Und wie sich die Grundstückswerte, wie sich die Preise seither verändert haben, Udo, das muss man ja gar nicht eigens ausbuchstabieren, das kriegen wir alle jeden Tag mit. Heißt also, die Freigrenzen, die Befreiungstatbestände von der Erbschaftssteuer, die sind schon seit 15 Jahren nicht mehr angefasst worden, während sich die entsprechenden Werte der zu Vererbenden, beispielsweise Grundstücke, Häuser oder auch Unternehmen, entsprechend entwickelt haben. Die sind heute zweimal, dreimal so viel wert wie zu dem Zeitpunkt, als diese Freibeträge definiert worden sind. Und deshalb waren wir als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU und wir Freien Wähler waren da so ein bisschen die Treiber, war unser Herzensthema schon sehr, sehr lange gewesen, waren wir der Auffassung, dass es gilt, jetzt mindestens einmal diese Freibeträge der Realität der aktuellen Zeit, der allgemeinen Wertentwicklung anzupassen. Wir haben uns deshalb, wie man das im guten Benehmen zwischen einer Landesregierung und einer Bundesregierung tut, schon vor einiger Zeit an den Bundesfinanzminister, an den Christian Lindner gewandt. Albert Füager hat es gemacht, der bayerische Finanzminister hat darauf hingewiesen, dass wir es für sinnvoll halten, diese Freibeträge entsprechend anzupassen, die Freigrenzen zu heben im Sinne der zwischenzeitlichen Wertentwicklung. Und wir dachten dann, Udo, ehrlicherweise auch, der Christian Lindner ist ein FDP-Mann, der sollte wie wir in Bayern, wie unsere bürgerlich-liberale Koalition schon ein bisschen was übrig haben fürs Eigentum, ein bisschen was übrig haben für diejenigen, die den Karren ziehen, die Wertschöpfung generieren in unserer Heimat. Und wir dachten, der wird es schon machen, der Christian Lindner. Haben dann eine Antwort bekommen, die uns erschüttert hat, indem der Christian Lindner uns hat wissen lassen, es gibt überhaupt keine Reformüberlegungen zur Erbschaftssteuer. Wir fassen das nicht an als Ampelregierung in Berlin. Alles bleibt, wie es ist. Jetzt ist es aber noch viel schlimmer gekommen, lieber Udo. Es bleibt nicht alles, wie es ist, sondern es gibt jetzt doch eine Reform der Erbschaftssteuer. Und da will die Ampel genau das Gegenteil tun. Nicht die Anpassung der Freibeträge an die Wertentwicklung, sondern die Ampel will sogar dafür sorgen, dass der Staat noch tiefer in den Geldbeutel derer hineingreift, die Wertschöpfung generieren, die sich Eigentum mühsam erarbeitet haben. Soll also noch schlimmer werden, sozusagen eine versteckte, eine unterschwellige Steuererhöhung der Ampel im Bereich der Erbschaftssteuer. Da wird also die FDP, die ja immer das Gegenteil versprochen hat, jetzt gefangen in der Ampel auf Bundesebene sogar zu einer Steuererhöhungspartei. Und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Deshalb haben wir in Bayern die Initiative auf den Weg gebracht, die Erbschaftssteuer abzuschaffen, in einem ersten Schritt jetzt mal eine Länderklausel zu schaffen, sodass wir wenigstens in der Lage sind, unabhängig von der Ampel, die Dinge in Bayern selbst zu regeln, so wie wir als Freie Wähler und CSU-Bayern-Koalition das für richtig halten. Und ich nutze die Gelegenheit, Udo, gerne zu erklären, warum wir als Freie Wähler da der Auffassung sind, dass diese Erbschaftssteuer antiquiert aus der Zeit gefallen ist, dass man der die rote Karte zeigen muss, dass die komplett abgeschafft gehört, wie das übrigens nicht nur als bayerische Idee irgendein Wolkenkuckuckshain ist, sondern wie das auch in Österreich, wie das auch in skandinavischen Ländern längst der Fall ist, wo man sich schon von der Steuer verabschiedet hat. Ich will zwei unter den ganz vielen Gründen dafür nennen, Udo. Der erste Grund ist, dass die Erbschaftssteuer gewissermaßen der dritte Eingriff des Staates,
Der dritte Griff des Staates in den Geldbeutel der Menschen beim selben zu besteuernden Gut ist. Was meine ich damit? Die Oma hat das Haus gebaut, Udo, und die möchte es dem Enkel der Enkelin vererben. Dann hat die Oma auf ihr Einkommen, als sie gearbeitet hat, zusammen mit dem Opa sich mühsam dieses Häuschen erarbeitet hat, bereits Einkommensteuer bezahlt. Als Oma und Opa sich dann entschlossen haben, wir haben uns was zusammengespart und wir bauen jetzt ein Häuschen, damit die Familie was hat von unserem Wohlstand und unserer Arbeit, da mussten sie für jeden einzelnen Stein in diesem Haus noch einmal Mehrwertsteuer zahlen, damit die Familie sich dieses Eigentum redlich erarbeitet schaffen konnte. Ja, und jetzt bei der Erbschaft, bei der Übergabe an die nächste, an die übernächste Generation, da kommt wieder der Staat und sagt, Oma und Opa haben das Häuschen gebaut, haben Einkommensteuer, haben Mehrwertsteuer bezahlt, aber wenn jetzt die Enkelin, der Enkel das Haus bekommen soll, dann kommt erst nochmal der Staat und langt da nochmal bei der Erbschaftssteuer ordentlich hin, besteuert zum dritten Mal die Leistung der Menschen, die sich was erarbeitet haben. Das, Udo, halten wir als Freie Wähler-Regierungsfraktion für falsch. Wir finden, es kann nicht nur noch Umverteilungspolitik nach dem Modell sein. In Bayern erarbeiten fleißige Menschen den Wohlstand und finanzieren damit dann bundesweit die Umverteilung der Ampel. Deshalb wollen wir die Erbschaftssteuer abschaffen. Und, Udo, zweiter Punkt, wir wollen sie auch deshalb abschaffen. Und das ist in der öffentlichen Debatte, glaube ich, noch ein bisschen unterbelichtet, weil diese Erbschaftssteuer eine echte Anti-Bayern-Steuer ist. Was meine ich damit? Jeder weiß ja, Erbschaftssteuer, Ländersteuer, ist doch eine bayerische Steuer, fließt doch nach Bayern. Ja, Udo, aber halt nur auf den ersten Blick, denn Tatsache ist, diese Einnahmen aus der Erbschaftssteuer, die sind zu 100% anrechnungsfähig auf den Länderfinanzausgleich. Das heißt, je mehr Bayern Erbschaftssteuer einwirbt, umso mehr müssen wir am Ende des Tages nach Berlin an Länderfinanzausgleich überweisen. Heißt also bei der Erbschaftssteuer, da schicken wir sinnbildlich bayerische Finanzbeamtinnen und Beamten los, die draußen bei den fleißigen Menschen in Bayern, die sich was erarbeitet haben, das sie eh schon versteuert haben, das Geld einkassieren, für so eine Art kalte Enteignung sorgen, vielleicht dafür sorgen, dass der Enkel das Haus der Oma verkaufen muss, weil die Steuern schon so viel sind, dass er sich's nicht leisten kann. Und dann, Udo, dann überweisen wir dieses Geld quasi nach Berlin und da finanziert die Ampel dann ihre große umverteilungssozialistische grüne Politik damit, die dazu führt, dass dann damit irgendwie aus bayerischem Wohlstand Silvesterkrawalle und dergleichen mehr in Berlin finanziert werden. So sage ich das ein bisschen überspitzt. Auch deshalb sind wir gegen die Erbschaftssteuer. Auch deshalb wollen wir sie abschaffen, weil es eine Anti-Bayern-Steuer ist. Also klare Position unserer Freie Wähler-Regierungsfraktion, Udo. Erbschaftssteuer greift zum dritten Mal in den Geldbeutel der Menschen, bestraft die Leistungsträger für ihre Leistung. Und Erbschaftssteuer ist eine Anti-Bayern-Steuer, die Berliner Umfinanzierung aus bayerischem Wohlstand betreibt. Deshalb wollen wir die weghaben. Und der Weg, wie wir sie wegkriegen wollen, der ist jetzt deshalb notgedrungen, diese Klage, weil wir dafür, Udo, im Bund keine Mehrheit gefunden haben. Wir haben ja zunächst mal eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Aber da haben uns die anderen Bundesländer mehr oder weniger gesagt, wir finden, das ist ein ganz nettes Modell. Ihr in Bayern, ihr erarbeitet euch was, ihr habt die großen Wertsteigerungen, also zahlt ihr viel Erbschaftssteuer und das überweist ihr uns dann. Und dann können wir vom bayerischen Wohlstand und vom bayerischen Fleiß profitieren. Deshalb stimmen die anderen Länder da im Bundesrat nicht zu. Und deshalb haben wir jetzt gar keine andere Chance, weil wir keine politische Mehrheit bei den Empfängern dieses bayerischen Geldes auf Bundesebene finden, als gegen den Bund zu klagen. Und wir klagen jetzt mit einer Normenkontrollklage einstimmig im Kabinett zwischen Freien Wählern und CSU so beschlossen, vom Finanzminister diese Woche im Parlament vorgestellt, darauf, dass es ähnlich wie bei der Grundsteuer dann eben auch bei der Erbschaftssteuer eine sogenannte Länderausnahmeklausel gibt, eine Länderklausel, die dafür sorgt, dass wir in Bayern selber entscheiden können, wie hoch sind die Freibeträge, wer muss Erbschaftssteuer zahlen und so weiter. Dann ist es eine wirklich bayerische Steuer, die nicht die bayerischen Menschen zugunsten des Restes der Bundesrepublik abkassiert, sondern dann können die, die es erarbeitet haben, es auch gestalten. Und da ist die Forderung von uns Freien Wählern dann natürlich die am weitestgehende. Das erlaube ich mir abschließend auch noch zu sagen, Udo. Wir wollen die Erbschaftssteuer abschaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass mindestens dort, wo Familieneigentum geschaffen worden ist, in der Landwirtschaft, beim Häuschen, im familiengeführten Mittelstand, gar keine Erbschaftssteuer mehr anfällt, so wie in einigen unserer europäischen Nachbarländer. Und wir werden dann, wenn wir mit der Klage erfolgreich sein sollten, in der nächsten Bayern-Koalition zwischen CSU und Freien Wählern diskutieren, wie wir
wenn es die Länderklausel gibt, das dann gestalten, wie wir Freibeträge so gestalten, wie wir Erbschaftssteuersätze so auf Null setzen können, dass den Menschen in Bayern nicht durch die Hintertür ihr Eigentum entzogen wird, sondern dass sich in Bayern weiterhin Leistung lohnt und dass in Bayern weiterhin auch diejenigen, die den Karren ziehen, sich Wohlstand, sich Wertschöpfung und sich Lebensqualität schaffen können. Denn das darf man ganz zum Schluss gesagt nicht vergessen. Die ganzen großen Themen unserer Zeit, Sozialpolitik, Pflegereformen, Umweltpolitik, die sind alle unfassbar wichtig, Udo. Das sind die Masterthemen unserer Zeit. Das sehen auch wir Freien Wähler so. Aber wir müssen schon auch sehen, diese Themen haben gemeinsam, dass sie zunächst mal keine Wertschöpfung generieren, sondern Geld kosten. Umwelt- und Klimawende kostet zunächst einmal Geld. Sozialpolitik kostet Geld. Pflegereformen kosten Geld. Und deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch diejenigen brauchen, die zunächst einmal diese Wertschöpfung generieren. Deshalb ist die Grundlage jeder guten Sozial- und Umweltpolitik, und das vergessen die Berliner Kolleginnen und Kollegen leider immer wieder, erstmal eine solide Wirtschafts-, eine solide Eigentumspolitik, eine Politik, die diejenigen belohnt, die den Karren ziehen und die mit ihrer Leistung sich beispielsweise Eigentum schaffen. So viel, lieber Udo, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet die unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde aus dem Bayerischen Landtag und wenn es wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.